Szene, aber was er auch gut geschätzt, naja, da fehlen so ein, zwei, ein bisschen locker zwei, ja. Absolut locker. So, im Hintergrund sehen wir jetzt von der Startvorbereitung der Deutschen Länder. Die Super, von der wir vorhin gesprochen haben. Adi, sollen wir nochmal was darüber sagen für alle Neuen, die dazu gekommen sind? Okay, können wir uns noch einmal wiederholen. Also das ist unser Super 131 Jungmann, ja, von unserem Geschichter Spender. Die Super wurde 1934 konstruiert und es war eines der ersten Flugzeuge, das industriell gefertigt wurde. Das heißt, man konnte zum Beispiel ein Ersatzteil den Flügel nicht unten bestellen. Und er hat hingepasst. Vorher hat man immer so einige Flugzeuge gebaut und das eine war ein bisschen vielleicht 5 cm länger, das andere 3 cm breiter. Da hat man erstmal industrielle Maßstäbe gesetzt. Eine kleine Information an alle Antonov-Passagiere. Die Antonov ist voll. Sie sollen sich bitte am Treffpunkt Rundflüge einsammeln. Also nochmal, alle Antonov-Passagiere, die einen Flug gebucht haben, bitte am Treffpunkt Rundflüge einsammeln. Also, wer es gebucht habe, oder soll es mehr fahren. So, also, immer Antonov-Flüge will es und das Ticket hält, soll es jetzt zum Ausgang gehen. Wie ist dort so gleich los? So sieht aus. Dann so, jetzt mit ca. 130 km/h. Ja. Das ist ja französische Konstruktion, Forel, AK36 war Hoffenbach und unten, ja. Also basiert auf den Konstruktionsgebäude Hoffenbach im Zweiten Weltkrieg noch. Ja. Und die Franzosen haben damals im Flugzeugbau allgemein sehr ganz Tropenhölzer verwendet. Und diese Hauptholme, also das Haus ist im Flügel drin, wurde natürlich auch, weil wir sagen, das Pferdestein und so, aber gut, Holz, ja. Nochmal. Und das hat man irgendwann nach einigen Jahren diese Art freundlichen Verpflichtung gehalten. Das heißt, ich habe mich nicht. So, jetzt halten wir mal kurz die Klappe, falls die Trompete noch mal kommt. Das ist aber kein Zeug. Jetzt noch mal, volle Pulse!
Weithall, bitte Beifall. Ich glaube, das eigentlich ist eine Sektor Weltsensation irgendwo verbunden. Okay, klar. Er hat eine Programmliste, kommst du nicht vor, wann auch begrüßt dich auch genau dann hält. Ja? So, eine Rolle. Jawohl, ist dann vorgesehen. Jawohl, ist dann vorbei. So, du nimmst dich schneller gucken. Ja, guck mal, was ist das? Glück. Ein Aufschwung. Ja. So, beim Segelflugzeug hat man halt immer das Problem, man hat keinen Gassegel. Ja, genau, das ist abgelöst, laut los. Und das ist auch die Kunst bei dieser Art von Flugzeug. Das ist ganz anders wie mit einer Motorradsegel, wo man eben den Antrieb in Form von Gashebel zur Verfügung hat, um da richtig loszulegen. Man muss auch sehr gut mit der Höhe raushalten, weil es geht im Prinzip nur abwärts. So, eine wunderschöne Rolle. Sie sehen, da geht es abwärts. Und soll man mal sagen, dass das jetzt fett gewesen war? Ja, okay. Er bewegt sich auch in dem Bereich, wie man sagen, von der Bücher oder sowas sieht. Also es ist irgendwo so um die 4G. Ja, viel mehr ist es nicht. Ja, aber so, ich höre gerade über Funk, in einer halben Minute werden wir die Fallschirmspringer erwarten. Aber jetzt gucken wir doch erst nochmal zur Antonov rüber, oder? Ein graziles Bild, wie sie hergerollt kommt. Ich glaube als Passagier. Das ist der Hammer, oder Buddy? Naja, das ist schon ein beeindruckendes Gerät. Es hat auch eine große Historie. Ich habe ja schon Anekdoten zum Besten gegeben. Ja, das ist so der Ackergaul, der einfach auch bei minus 30 noch tut, ja. Auch wenn man vielleicht erst das Eis von den Drahtflächen klopfen muss oder so, wenn das Ding irgendwo in Sibirien in der Kälte steht, ja. Es ist robuste, einfache Technik, ja. Und nur deswegen sind die Dinger auch noch heute in Betrieb. Da hören wir jetzt so ein gewisses Pfeifen und Quietschen, ja, das sind die Luftdruckbremsen. Wir haben also kein Hydrauliksystem, ja, sondern das wird pneumatisch, werden die Bremsen betätigt. Der hat also einen Druckluftkompressor mit Speicher und so weiter drin. Ja. So, wir haben jetzt mal wieder uns einen Experten dazu geholt, nämlich den Vorstand der Fallschirmspringer, die da oben sitzt, in wenigen Minuten erwarten. Nochmal zu unseren neuen hinzugekommenen Gästen. Was lässt sich denn über das Fallschirmspringen sagen? Die heutigen Flächenfallschirme sind natürlich optimiert auf das, was drunter hängt. Das heißt, ein etwas schwererer Fallschirmspringer oder Fallschirmspringerin benötigt einen etwas größeren Schirm. Eine kleinere, leichtere Person kann auch mit einer kleineren Fallschirm fliegen. Und je kleiner der Schirm ist allerdings, umso... Zum Belsen wieder wenden, dort sehen wir die AV36, die wir vorhin hoch, die ihn gesehen haben, wie sie sich startbereit macht hinter der Supersegler, also einem Motorsegler, der das ganze Segelflugzeug schleppen wird. So, beschleunigt die hoch. Und jetzt heuer, Achtung! Und einen schönen Rückenflug, wunderbar. Man muss sich vorstellen, bei diesem Flugmanöver wird man richtig in die Kutte geprägt. Man hält. Ja,
So, hintergrundmäßig im Funk höre ich schon, die Extra hat sich im Funk angemeldet, die ist schon Startler, jetzt genießen wir aber so lange auch den Segelkunstflug und sehen gleich, was ein Motorkunstflug dann in dieser Zeit auch einzuschätzen. Ja, das ist eigentlich das Hauptproblem beim Kunstflug, vor allen Dingen, wenn man es länger macht oder so. Es gibt so Tage, wo man sagt, naja, vielleicht haben sie es bei sich auch mal schon gemerkt, ah, heute bin ich irgendwie nicht so gut drauf oder so. Da muss man einfach seine Sicherheitslimit ein bisschen nach oben korrigieren, weil das führt einfach dadurch, dass man recht einfach ist. Weil ich sich aus Erfahrung als selber Kunstflugpilot, dann hat er wirklich Ahnung. So, wunderbar, wie sie in die Höhe steigt. Ganz ja, leicht, der Projektor hat einfach richtig viel Power. Ja. Das sieht man und er ist ja ein Doppelsitzer, aber er wird dann auch seine 71 fliegen, das heißt, da kommen auch nochmal gute 80 Kilo im Schnitt. Dadurch wird das Ding nochmal etwas agiler. Und wir sehen, die Freude ist groß, sowohl beim Flugzeug wie beim Piloten. Und auch bei uns. Wir genießen es richtig. Raum ab. So ein Glück haben sie nicht alle Tage. Wir haben Heinz, selber Pilot bei LTU. Ja, ursprünglich LTU, dann will ich zum nächsten Laden. Ja, aber jetzt glaube ich zwischenzeitlich schon, wie heißt, Rentner. Ja? Selber jahrelang Kapitän, also ein wirklich erfahrener Pilot, kann man wirklich sagen. Ansonsten sind solche Leistungen auch nicht so ganz ohne weiteres möglich. Ja, Tobi, der kam auch mal so im Alter von etwa 15 Jahren hier auf dem Farnberg. Ja, ja. Damals doch mit so ganz einfachen Segelflugzeugen das Fliegen gelernt. Und war die Bergfeige, erster Alleinflug Typ 8K8. Ja, lang ist der, du wirst kaum die Typen noch kennen. Ja, richtig. Wie heißt es schön, er war dann, hat sich für die Fliegerei begeistert, Fluglehrer. An der Motorflugschule, hat dann seinen Berufspilotenschein gemacht und so weiter und so fort. Sehr engagiert für den Flugsport schon in vielen, vielen Jahren. Hat sich natürlich auch, wie soll man sagen, so manches Highlight gegönnt. Unter anderem hat er natürlich auch noch den Mustang im Stall stehen. Die wir nachher hoffentlich auch noch erleben werden. Es wird halt gegen 17 Uhr, hat er sich angekündigt. Wenn er dann wieder gelandet ist, geht er extra und noch einmal durch. Okay, dann werden wir nochmal auch einen richtig dicken fetten Warbird sehen. Ja. So, aber wir hören gerade im Punkt, da wird es gerade wie Logo. Sie sehen Flugsport. Manchmal ist es ganz schön anstrengend, so ein Flugzeug zu schieben. Die liegen nämlich ganz schön. So, das heißt, wir werden uns gleich verabschieden können von der T6. Ein wunderschönes Flugzeug, genießen Sie die letzten Augenblicke mit ihr hier am Platz. Und gleich werden Sie auch nochmal den Sound hören. Einzigartig. 52 und. Ja. Irgendwann, als ich mal dann so Weltkrieg 2 Richtung Siegeljäger ging, hat man auf einmal festgestellt, naja, der Anteil war relativ schwach. Man bringt richtige Fäden nicht so richtig hoch. Ich soll noch die glorreichen Seekrankheiten machen. Das wäre ja einfach ganz toll, ja. Ja, da soll man nämlich verfliegen, schön waagrecht. Ja, hat den anderen keinen Widerstand. Ja, so, und dann hat er das so eingeführt. Es ist praktikabler, einfacher zu handeln. Ein Kameraflugzeug ist immer schwieriger zu fliegen, wie ein 2-Grad-Flugzeug-Faktor. Ja. Ja, deswegen sind halt alle vom Fliegerjäger bis zum Airliner drei Räte, aber eins davor immer vorne. Jetzt sind wir auch mal dazu informiert. So, noch ganz kurz eine organisatorische Information. Die Antonov ist wieder voll. Alle Passagiere der Antonov bitte zum Treffpunkt Rundflieger. Alle Passagiere der Antonov bitte zum Treffpunkt Rundflieger.